Punkt 5, die Fragestunde, heute eine Runde. Wie ich es eingangs gesagt habe, es beginnt die CDU-Fraktion. Ich darf Herrn Dietze bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Radverkehrskonzept der Stadt Dresden wird die oberste Priorität für bauliche Maßnahmen für den Radverkehr wie folgt beschrieben: Maßnahmen, bei denen voraussichtlich eine hohe Zahl von Anwohnerinnen und Anwohnern oder Nutzerinnen und Nutzern betroffen ist oder bei denen der Abbau gravierender Verkehrssicherheitsmängel geplant ist. Ich gehöre zu den wenigen, die fast täglich die Strecke zwischen Brockhausstraße und Murtgrund auf der Bautzenlandstraße fahren. Weder kann ich die hohen Nutzungszahlen erkennen, noch besteht irgendwelche Verkehrssicherheitsmängel, da es bereits einen komfortablen Radweg auf den überbreiten Fußweg gibt. Daher meine Fragen: Welche Belegungszahlen haben Sie für den Radverkehr für diesen Streckenabschnitt und vor allen Dingen wo ermittelt? Wieso wurde die intakte Fahrbahn, nochmal hier auch auf dem Bild zu sehen, wirklich eine komplett intakte Fahrbahn, für 300.000 Euro aufgerissen, um neben dem kaum genutzten breiten Radweg einen zweiten Radweg zu errichten, obwohl damit keinerlei Verkehrssicherheitsmängel für den Radverkehr behoben werden? Drittens, mit der Verlegung der Radspur vom Fußweg auf die Straße wird der MIV auf das Gleisbett der Linie 11 verlegt. Damit wird der ÖPNV spätestens am Murtgrund in der Hauptverkehrszeit massiv durch den MIV ausgebremst. Wieso schränken Sie den stark genutzten ÖPNV zugunsten weniger Fahrradfahrer massiv ein, obwohl auch der Verkehrsentwicklungsplan Dresden 2025 plus die Gleichberechtigung dieser beiden Formen der Mobilität vorsieht? Gerade diese Strecke wird von Pendlern intensiv genutzt und ein unattraktiver ÖPNV wird sicher nicht zum Umstieg vom Auto zur Bahn einladen. Viertens, wieso ignorieren Sie sämtliche demokratischen Beteiligungsprozesse, insbesondere auch die Anfrage des Stadtbezirksbeirats vom 20.06., die sinnvolle Vorschläge, vor allen Dingen auch von der Grünen-Fraktion im Stadtbezirksbeirat beinhalteten, und diese blieben, so zumindest auch nochmal im Ratssystem zu entnehmen, unbeantwortet? Ebenso haben Sie nicht das Ergebnis, aber ich habe ja nun gerade noch mal die Grünen positiv herausgestrichen, also insofern. Ebenso haben Sie nicht das Ergebnis der laufenden Petition, die bereits über 800 Mitzeichner hat, abgewartet und bei Ihren Planungsüberlegungen berücksichtigt. Soweit, dann übernimmt jetzt die Beantwortung Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Dietze, wir haben Zählungen vorgenommen vom Mai 22, das ist ein Donnerstag gewesen, von 6 bis 20 Uhr. Für den Kfz-Verkehr wurden dann auch die Zahlen sozusagen auf die 24-Stunden-Werte hochgerechnet. Wir haben für den Straßenabschnitt Brockhausstraße, Murtgrundbrücke für den motorisierten Verkehr 10.030 Fahrzeuge in Richtung Stadtzentrum registriert und 11.550 Fahrzeuge in Richtung Bülow. Im selben Straßenabschnitt wurden für den Radverkehr 515 Radfahrende Richtung Zentrum und 325 Radfahrende in Richtung Bülow in 16 Stunden gezählt. Dort haben wir es nicht auf 24 Stunden hochgerechnet. Die Nutzung von Hauptverkehrsstraßen für den Radverkehr hängt maßgeblich von der Infrastruktur ab, wie sicher sich dort Radfahrende fühlen. Insofern erwarten wir, dass mit sicheren Radverkehrsanlagen die Nutzung dort steigen wird. Warum haben wir die Fahrbahndecke ausgetauscht? Das ist eine Instandhaltungsmaßnahme, wie wir sie auch in anderen Stellen des Stadtgebietes vornehmen. Die Erneuerung der Verschleißschicht hat dort stattgefunden, und wenn man die oberste Schicht erneuert mit einem Deckenaustausch, hält das die unteren Schichten der Fahrbahn in einem guten Zustand. Das heißt, es ist die günstigste Maßnahme, Verschleiß an der Infrastruktur zu vermeiden, indem man eben frühzeitig in die Instandhaltung geht. Machen wir an anderen Stellen im Stadtgebiet, wie gesagt, aus. Das Radverkehrskonzept
was der Stadtrat beschlossen hat, hat unter der Nummer 791 Mängel festgestellt, in dem Abschnitt nämlich wechselnde teils fehlende und nicht anspruchsgerechte Radverkehrsanlagen, problematische Radwege, Ende. In stadtwärtiger Richtung sind gar keine separaten Radverkehrsanlagen vorhanden und diesen Zustand wollen wir beheben, indem wir entsprechend des Radverkehrskonzeptes nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahme richtlinienkonforme Markierungen von Radverkehrsanlagen in beiden Fahrtrichtungen vornehmen. Das machen wir nach den geltenden technischen Regelwerken. Und die Regelwerke sehen eben vor, dass entsprechend der Menge und der Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs auf Hauptfahrstraßen eben separate Radverkehrsanlagen erforderlich sind, zumal die Bautzener Straße eine Hauptradroute ist, wie man im Radverkehrskonzept nachlesen kann. Auswirkungen auf den Verkehrsablauf haben Sie gefragt. Das wird analog so sein, wie das im Bereich des hergestellten Abschnitts zwischen Radeberger Straße und Waldschlösschenbrücke. Dort fahren nämlich vergleichsweise ähnlich viele Fahrzeuge. Dort hat man durch verkehrstechnische Maßnahmen, also Pulkführerschaft der Straßenbahn und Steuerung der Lichtsignalanlagen entsprechend dafür gesorgt, dass es keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsablauf gibt. Und wer sich das anguckt, wird feststellen, es gibt genau null Auswirkungen im negativen Sinne. Im Gegenteil, die Radfahrenden sind dort sicher unterwegs. Sie haben angefragt bezüglich der Anfrage aus dem Stadtbezirksbeirat. Dort wurde ja gefragt, ob man eben parallel zur Bautzener Straße den Waldweg als Radweg ertüchtigen kann. Der Waldweg entspricht hinsichtlich Oberflächenzustand, Breite und Beleuchtung auch bei Ertüchtigung nicht den Anforderungen und technischen Richtlinien einer innerstädtischen Radverkehrsanlage. Um den Waldweg als regelkonforme Radverkehrsanlage herzustellen, wäre ein umfangreicher Genehmigungsprozess unter mit einem Widmungsverfahren und einem Waldausgleich notwendig. Diese Variante wird aufgrund des umfangreichen Prozesses und der damit verbundenen hohen Kosten verworfen. Eine Nachfrage? Bürgermeister Kühn, ich hätte dann doch mal eine Einladung an Sie. Ich schaue mir auch im Gegenzug Ihre Pulkführerschaft an im ÖPNV-Bereich. Ich würde Sie dann mal herzlich einladen, nach Loschwitz zu kommen, sich diese Fahrbahn mal anzuschauen und dann kommen Sie bitte mal auf die Quorner Straße und dann erzählen Sie mir nochmal, dass hier ein Verschleiß droht und auf der Quorner nicht. Also genau genommen droht auf der Quorner kein Verschleiß mehr, denn die ist maximal verschlissen. Und insofern, ich bleibe dabei, das sind 300.000 Euro steuerliche Gelder verschwendet. Danke. Ihre Einschätzung zur Quorner Straße teile ich. Deshalb werden wir ja 2025 dort Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Die werden auch deutlich umfangreicher sein als ein Schichtwechsel der obersten Fahrbahndecke, um dort die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Das ist eine vorgesehene Maßnahme, wie ich es ja auch bereits im Stadtbezirksbeirat vorgestellt habe. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde der Fragen. Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage dreht sich um das Thema Wohngeld. Zu Beginn des Jahres wurde mit der Wohngeldreform der Kreis der Berechtigten deutlich erhöht und auch die Zahlungen wurden für die einzelnen Haushalte deutlich erhöht. Heute sind etwa dreimal so viele Haushalte anspruchsberechtigt, wie das vor der Reform gewesen ist. In Anbetracht der massiven Preissteigerungen, insbesondere auch im Wohnkostenbereich, ist das auch eine von uns sehr begrüßte und ganz dringend notwendige Maßnahme. Hier in Dresden und im Stadtrat beschäftigen wir uns parallel dazu seit Monaten mit den Zahlen von Wohngeldanträgen, mit deren Bearbeitungszeit und vor allen Dingen auch mit der Frage, wann die AntragstellerInnen ihren Bescheid und ihre Wohngeldzahlungen erhalten. Jetzt ist heute die erste reguläre Sitzung nach der Sommerpause. Das heißt, ich möchte hier das Thema gerne wieder aufgreifen und möchte Sie fragen, wie Sie die aktuelle Situation in Dresden zum Thema Wohngeld einschätzen. Die Beantwortung übernimmt Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Barkow, für Ihre Anfrage.
Ich denke, das Wohngeld Plus, was Ende Dezember 2022 per Gesetzesnovellierung eingeführt wurde und ab 01.01.2023 als Pflichtaufgabe nach Weisung dann im neuen Modus durch die kommunale Ebene ausgegeben werden musste, ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wie Sie es auch richtig gesagt haben, für Mieterinnen und Mieter als auch für selbstnutzende Eigentümer. Auch die können Wohngeld in Form eines Lastenzuschusses beantragen und tun dies auch in der Stadt Dresden, um eben die steigende Wohnkostenbelastung bestmöglich abzufedern. Insofern ist das Wohngeld für uns in der Stadt Dresden nicht wegzudenken, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, und reiht sich damit ein in den Reigen von Dresdenpass beispielsweise oder Bildungspaketleistungen, die wir auszahlen. Wir haben zwischenzeitlich 6.000 offene Anträge, sind darauf als Stadt Dresden natürlich nicht stolz. Das treibt uns um, das ist unzufriedenstellend für uns, genauso wie alle anderen Großstädte, weil wir reihen uns hier an dieser Stelle ein in den Reigen all der Städte, die eben mit einem Antragsstau zu kämpfen haben. Wenn Sie reine Statistik jetzt von mir hören möchten, würde ich Ihnen das gern noch zur Verfügung stellen. Wir sind seit Dezember dabei, im Grunde genommen mit dem Tag der Novellierung der Gesetzgebung uns hier bestmöglich zu rüsten. Sie haben den Faktor 3 benannt, der Antragsteller, die damit auf die Wohngeldstellen der Kommunen zukommen. Wir haben deswegen schnellstmöglich Personal neu eingestellt, neu aktiviert. Wir haben aktuell 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können. Vor der Novellierung waren es 43. Zwei weitere Mitarbeiterinnen werden in den nächsten 2 Monaten zu uns stößen. Die Einarbeitungsphase ist damit zum größten Teil abgeschlossen. Ich sage Ihnen aber auch ganz klar, dass ein Wohngeldantrag mit über 40 Fragen, die beantwortet werden müssen, 20 Informationen, die vom Kindergeld über Steuerbescheide, über Mieterhöhungsnachweise, Gewinn- und Verlustrechnungen, Kabelgebühren, Vermögensnachweise, Rentenbescheide etc. pp., geprüft werden müssen, das bedarf einer gewissen Einarbeitungszeit. Nichtsdestotrotz haben wir 24.917 Anträge seit Anfang des Jahres entgegengenommen und im selben Zeitraum gleichsam über 23.000 Anträge abschließend entschieden. Die Anzahl der Wohngeldempfangenden, die einen positiven Bescheid erhalten haben, sind damit über 10.300 Haushalte, noch über 6.000 Haushalte warten auf ihren abschließenden Bescheid. Hier ist mir noch mal ganz wichtig zu sagen, mit Eingang der Anträge läuft auch die Wohngeldzahlung rückwirkend. Auch wenn wir länger benötigen, etwa 3.000 Anträge erreichen uns aktuell im Schnitt monatlich. Davon können wir 70% positiv bescheiden. Fakt ist, wir tun alles dafür, den Antragsrückstau bestmöglich abzubauen und werden auch regelmäßig hierzu dann im Sozialausschuss Bericht erstatten, sind aber längst noch nicht dort, wo wir sein wollten im Sinne einer serviceorientierten kommunalen Behörde. Die zweite Frage war damit schon beantwortet, deswegen vielen Dank für die Antwort. Ja, und wir können das nochmal mit einem großen Dankeschön hier ergänzen an die Kolleginnen und Kollegen im Sozialamt, die die Arbeit machen, denn die machen da wirklich Großartiges. Die Zahlen sprechen für sich, die gerade Frau Dr. Kaufmann benannt hat. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion, Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Im Sommer 2021 hat Sie, dieser Stadtrat, damit beauftragt, einen Standortvorschlag für ein neues Schwimmbad in Pieschen oder der Neustadt vorzulegen. Damals war die gesetzte Frist Ende 2021, die Sie zu dem Zeitpunkt ignoriert haben. Im Juni 2022 kam dann die Information nach Ihrer Aussage, dass es eine Standortbewertung inzwischen gibt. Im Januar diesen Jahres wiederum haben Sie auf eine Anfrage hier im Stadtrat geantwortet, dass im ersten Quartal 2023 ein Standortvorschlag für das neue Bad kommen soll und im September diesen Jahres, also jetzt, eine Evaluation des Bäderkonzeptes vorliegen soll, wo man ja auch davon ausgehen kann, dass da eine Aussage zu dem Badstandort drin ist. Allerdings liegt bis heute nichts von den genannten Sachen vor. In der letzten schriftlichen Beantwortung einer mündlichen Anfrage hieß es, es gibt Unstimmigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen. Und ja, diese Folge von Entwicklungen oder eher Nichtentwicklungen wollten wir jetzt nach 2 Jahren nach dem Beschluss mal zum Anlass nehmen, um nochmal nachzufragen, ob Sie überhaupt noch den Plan verfolgen, in Pieschen oder der Neustadt ein neues Schwimmbad zu bauen. Und da wir ja davon ausgehen, dass Sie Stadtratsbeschlüsse ernst nehmen und das schon noch verfolgen, wann denn jetzt nun tatsächlich mit den versprochenen Vorlagen zum Standort in Pieschen beziehungsweise zur Evaluation oder Fortschreibung des Bäderkonzeptes zu rechnen ist. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Donhauser. Ja, sehr geehrter Herr Drees, ich würde gleich versuchen, beide Fragen zusammenzufassen. Und die Antwort sieht wie folgt aus: Beide Vorlagen, also einmal Standortentscheidung als auch Fortschreibung Bäderkonzept, liegen im Entwurf vor. Damit will ich auch gleichzeitig sagen, dass insbesondere was das Bäderkonzept angeht, die Bäder GmbH auch entsprechend die Zuarbeit gemacht hat, worauf wir dann aufsetzen werden mit der Vorlage. Beide Vorlagen werden aber immer noch intern diskutiert. Und wenn ich sage intern, ist es intern. Beziehungsweise ist damit zu rechnen, weil ja auch ganz konkret die Frage war, wann denn endlich dann damit zu rechnen ist, gehe ich davon aus, dass man noch im dritten Quartal die Diskussion bzw. Abstimmung beenden können und dass wir Anfang viertes Quartal dann in den Geschäftsplan einbringen werden. Gut, dann freuen wir uns auf das Ende des dritten Quartals beziehungsweise den Anfang des vierten Quartals und hoffen nicht, die Zeitleiste, die wir jetzt schon recherchiert hatten, noch fortsetzen zu müssen in der nächsten Anfrage. Wir haben ja das Kalenderjahr nicht dazu gesagt. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, ich frage zu Nadel und Ronny. Nadel und Ronny, dieser Schriftzug, der ja früher hier an dem Hochhaus stand, da sehen wir jetzt nicht mehr, weil das Hochhaus saniert wird, aber der seit vielen Jahren an der Carola-Brücke genau im Sichtfeld jedes Touristen prangt. Da habe ich genau vor einer Jahre gefragt, wann dieser furchtbare Schriftzug denn nun endlich mal verhindert wird, abgemacht wird, also gesäubert wird. Da hat der liebe Stefan Kühn geantwortet, das könne man noch nicht machen. Erstens, weil man nach einem Verfahren sucht, um Sandstein zu reinigen. Jeder, der was mit Immobilien zu tun hat, weiß, dass es diese Verfahren schon lange gibt. Aber das wäre alles in Arbeit und es würde passieren. Bisher ist nichts passiert. Ich würde gerne wissen, wie weit die Forschungen nach dem richtigen Verfahren denn nun gelangt sind. Und es wurde noch gesagt, dass man ja leider an den Brückenpfeiler nicht so richtig rankommt, weil Wasser ist. Jetzt haben wir die wunderbare Situation, dass selbst ich mit meinen Krücken leicht an diesen Brückenpfeiler rankomme, trockenen Fußes. Man könnte also aktiv werden. Deswegen meine Frage, wann passiert das? Wann sehen wir Nadel und Ronny nicht mehr? Und wenn nicht, wer ist das eigentlich? Und dazu möchte ich aber eine zweite Frage stellen, und zwar, was hat die Stadt eigentlich mit dem vielen Geld getan, was wir zur Beseitigung von Graffiti der Stadt zur Verfügung gestellt haben, vor allem im letzten Jahr und auch dieses Jahr. Wer sich das Elbufer anguckt, wer sich den Bereich Waldschlösschenbrücke anguckt, die Schmierereien nehmen zu und sie werden, zumindest ist mein Eindruck, nicht beseitigt. Das Geld müsste aber eigentlich ja da sein und ich denke, es sollte auch sinnvoll angesetzt werden. Deswegen, was ist da bisher allgemein passiert? So, die Beantwortung genau. Übernimmt Kollege Kühn.
Ja, sehr geehrter Herr Zastrow, ich glaube, wir werden noch heute nicht abschließend klären können, wer Nadel Ronny im Detail ist. Wir haben in der Tat seit Sommer 2022 im Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport ein lokales Handlungsprogramm für Ordnung und Sauberkeit zur Durchführung von Projekten der Graffiti-Prävention. Auf dieses Programm greifen auch alle Geschäftsbereiche zu und entsprechend werden dann eben auch Reinigungsmaßnahmen vorgenommen. Ich hatte damals schon gesagt, dass wir uns aus Kapazitätsgründen hauptsächlich auf die Beseitigung natürlich von verfassungsfeindlichen Symbolen und Ähnliches konzentrieren, wozu offenkundig Nadel und Ronny jetzt nicht gehören. Wir haben auch technisch weiterhin die Situation, dass die Reinigungsmittel in Verbindung mit Wasser und Hochdruck die Baustoffe beschädigen und teilweise chemische Reaktionen und Zersetzungsprozesse ausgelöst wurden. Wir haben auch, wir haben ja einen Rahmenvertrag, das Straßentiefbauamt hat einen Rahmenvertrag, der wird auch nächstes Jahr nochmal ausgeschrieben, weil auch die Qualität der Reinigung dort Luft nach oben lässt. Und wir haben das grundlegende Problem, dass eben die Flächen, die gereinigt wurden, nach kurzer Zeit erneut beschmiert wurden. Zum Beispiel direkt an der Carola-Brücke gab es eine Reinigungsaktion am Widerlager und die beauftragte Firma konnte aufgrund auch der Größe sozusagen dieser Verunreinigung das nicht an einem Werktag entsprechend abschließen. Und als das Team am nächsten Morgen dann weitermachen wollte, war der Schriftzug, der zu entfernen war, wieder komplett vervollständigt. Zu der Frage, welche Maßnahmen wurden konkret durchgeführt? Es ist nicht so, dass überhaupt nichts passiert. Wir gucken mal auf das Jahr 2022. Dort wurden beispielsweise illegale Graffiti-Schmierereien entfernt, Albertbrücke, Sportzentrum Blasewitz, Bootshaus, Käthe-Kollwitz-Ufer, Brücke über die Deutsche Eisenbahn im Bereich sozusagen Talstraße Kossebaude unter Lärmschutzwand B97. Das zusammen waren ungefähr Mittel in Höhe von 30.000. In diesem Jahr wurden beispielsweise Aussichtsplattform Südpark, Seestraße, der Trichter, also dieses Kunstinstallation, Fahrgastunterstand Carola-Platz, Margon-Arena und Lok-Sporthalle am Emrich-Amros-Ufer verausgabt. Und an weiteren ist jetzt die Beseitigung schon beauftragt, zum Beispiel Stützmauer, Terrassenufer, Käthe-Kollwitz-Ufer, Schallschutzwand, Kret-Paluka-Straße, Waldschlösschenbrücke, Widerlager auf der Altstädter Seite und auch Toilettenhäuschen, Kesselsdorfer Straße. Und hier sind zum Beispiel bei denen, die jetzt beauftragt oder nicht entfernt wurden, auch nochmal ein Volumen beauftragt von roundabout 60.000 Euro. Darf ich nochmal nachfragen? Also das klingt natürlich ein bisschen nach einer Ausrede. Ich habe selber an der Elbe, direkt an der Elbe, mit einer Sandsteinmauer und Graffiti daran zu kämpfen und das geht. Das kann man machen, ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Ich glaube nicht, dass die Carola-Brücke da anders ist als die ganzen historischen Sandsteinmauern, die entlang des Elbradwegs sind. Und die Eigentümer machen das regelmäßig auf eigene Kosten selbst. Und da gibt es übrigens auch finanzierbare Angebote, moderne Verfahren, die sich eigentlich bewährt haben. Also das kann ich nochmal der Verwaltung empfehlen, da mal nachzufragen. Ansonsten befürchte ich ja, oder ich gehe davon aus, dass Nadel und Ronny sich nicht über Nacht wieder erneuert wird, der Schriftzug. Solange wie der dort schon dran ist, sind die ja entweder nicht mehr zusammen oder längst verheiratet und entsprechend älter und tun das nicht mehr. Das heißt, und wenn die Elbe wieder Wasser hat, ich will es nur sagen, momentan, jetzt, heute, ich war vorhin dort, heute könnten sie ran. Irgendwann kommt das Wasser wieder, dann kommt auch der Sprayer schlecht ran. Ich will deswegen nochmal klar wissen, wann ist genau dieser Schriftzug weg? Wir sind mitten in der Innenstadt, die Carola-Brücke wird doch gerade ja saniert. Na, und das ist peinlich, dass wir mitten in der Innenstadt solche Schmierereien lassen. Die sind seit Jahren dort an dem Brückenpfeiler unverändert. Da gibt es noch so kleine Krage, auch die sind unverändert, da ist nichts Neues dazugekommen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wann ist genau dieser Schriftzug weg? Also das kann ich Ihnen jetzt aktuell nicht sagen. In der Tat ist es so, dass auch die Carola-Brücke ja unter Denkmalschutz steht und entsprechend einen besonderen Wert hat. Ich will nur an dem Beispiel, auch das hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon erörtert, dass so ein Graffiti nicht unter Denkmalschutz steht.
Ich erinnere mich an die Debatte von damals. Nein, den genauen Zeitpunkt würde ich nochmal nachliefern. Ich will nur sagen, das, was ich am Beispiel des Widerlagers Carola-Brücke beschrieben habe, ist das generelle Problem. Und natürlich ist es so, dass diese Graffitis, diese Illegalen natürlich an den Stellen, wo sie besonders gut sichtbar sind, und das ist eben insbesondere in der Innenstadt, zu finden sind und dort eben sehr schnell wieder erneuert werden, weil man natürlich mit seiner Graffiti-Kunst in Anführungszeichen dort auch präsent sein will. Also ich liefere das nach, aber und würde Sie bitten, aufgrund Ihres Gesundheitszustands jetzt nicht eigeninitiativ zu werden. Will nur sagen, das generelle Problem wird bleiben, wie ich es beschrieben habe, dass immer wieder Graffitis dazukommen und dass wir insbesondere am Sandstein das Problem haben, dass es die Oberfläche beschädigt. Das haben ja auch Tests, die wir vorgenommen haben, an Bereichen der Albertbrücke auch gezeigt, und dass es eben nicht, Reinigungsverfahren gibt, die dort das Bauwerk nicht angreifen würden. Das ist unverändert das Problem, und darauf will ich an der Stelle nochmal hinweisen. In einer Woche bin ich wieder fit. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, Freie Wähler, Freie Bürger. Frau Daken, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, durch Eltern wurden wir auf den, so wie ich finde, wirklich skandalösen Umstand aufmerksam gemacht, dass an der 59. Grundschule auf dem Weißen Hirsch seit Monaten kein Strom vorhanden ist. Die führen da also Elternabende im Dunkeln durch, Schulspeisung wird entsprechend erschwert, und Kinder, die in den Frühhort wollen, müssen mit Taschenlampen in einen von einem Generator beleuchteten Raum geführt werden. Also ich hoffe, dass es sich hier nicht um ein Experiment handelt. Deshalb meine Fragen. Seit wann gibt es an der 59. Grundschule keinen Strom mehr, und was ist die Ursache? Und welche Einschränkungen gibt es dadurch für die Durchführung des Unterrichts und des Hortes beziehungsweise für den gesamten organisatorischen Schulbetrieb? Es ist wahrscheinlich auch müßig, darauf hinzuweisen, dass es sich hier durchaus auch um entsprechende Sicherheitsbedenken handelt. Und die anschließende Frage natürlich, wann wird dieses Problem beseitigt sein? Die Beantwortung übernimmt der erste Bürgermeister, Herr Thunhauser. Ja, sehr geehrte Frau Dagen, es gibt Strom an der 59. Das wäre mir jetzt ganz neu. Also mir liegt ein Elternbrief vor. Ja, es wäre mir jetzt ganz neu, dass es dort seit Monaten keinen Strom gibt. Aber das würde mich selber mal interessieren, weil ich glaube, wenn da mit Taschenlampe rumgerannt werden müsste, das würde schon längst auf meinem Tisch liegen. Aber da würde ich mich selber noch mal entsprechend dort informieren. Der Fakt war, das wäre gut, ja, dass wir am 7. Mai einen Wasserschaden hatten im Haus, der dazu führte, dass von 2. OG das Wasser bis in den Keller lief und wir dort die Elektroanlage nicht mehr benutzen konnten und dort erstmal zunächst für eine Woche die Schule gesperrt haben, einen quasi Notunterricht bereitgestellt haben in der Turnhalle für diejenigen, die jetzt im Haus Unterricht da nicht in der Lage waren, das abzusichern, und haben nach der Woche aber bereits wieder das Gebäude mit entsprechenden Notstromaggregaten wieder in Betrieb genommen. Und jetzt sieht es ganz konkret so aus, dass wir außer 3 Zimmer, die werden noch mit Notstromaggregaten versorgt, überall wieder entsprechend Stromanliegen haben. Also der Unterrichtsbetrieb ist auch entsprechend da gesichert. Was die Taschenlampen angeht, wie gesagt, da muss ich noch mal selber nachfragen, was dort möglicherweise der Grund ist. Auf jeden Fall, Unterricht ist gesichert. Es wurden auch sofort übrigens Schul- und Hortleitung informiert, das LASOB informiert. Eltern sind auch in der Woche informiert worden, beziehungsweise haben wir, weil ja die vierte Frage hier ist, warum wir dort nie proaktiv über solche Probleme informiert haben. Wir haben auch sofort am 8. Mai eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass dieses Problem, was die vorübergehende Schließung für die Woche an der 59. Grundschule aufgetreten ist, und haben seitdem, aber wie gesagt, ich bin da gerne nochmal bereit, nochmal nachzufragen, eigentlich, oder ich insbesondere, nicht mehr die Problemanzeige, dass dort Unterricht eingeschränkt möglich sein sollte. Eine Anmerkung vielleicht dazu, mir liegt ein Elternbrief vor vom 21. August,
Die Frage der Bürgerin ist am Dienstag an mich gerichtet worden, durchaus mit der Dringlichkeit, mit der akuten Situation. Also ich würde Sie dringend bitten, Herr Donhauser, sich dort nochmal zu zeigen und sich vielleicht doch nochmal selber ein Bild zu machen. Ansonsten müsste natürlich, so glaube ich, über eine Alternative nachgedacht werden, denn der Herbst steht an und es wird dunkler und es wird auch kälter. Der Brief würde mich auch mal interessieren. So, dann kommen wir zur nächsten Fragenfraktion. Das sind die Dissidenten. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Frage bezieht sich auf eine mögliche Überwachung von Mitgliedern des Stadtrates und der Verwaltung. Vor wenigen Tagen, mit Schreiben vom 31. August 2023, wurden die Fraktionen des Stadtrates, und zwar alle, sowie der Oberbürgermeister von der Polizeidirektion aufgefordert, als Zeugen Stellung zu beziehen, ob sie sich durch eine E-Mail der Initiative Letzte Generation vom 1. Februar 2023 zu, ich zitiere, einer Handlung genötigt gefühlt haben. Gemeint war damit übrigens, dass in dieser E-Mail die letzte Generation ein konsequentes Eintreten für Klimaschutz auch von den Mitgliedern des Stadtrates eingefordert hatte. Abgesehen von der Widersinnigkeit dieses Ansehens der Polizeidirektion Dresden werfen diese Ermittlungen meines Erachtens auch die Frage auf, ob im Zusammenhang mit den Ermittlungen E-Mail- und Telefonkontakte zwischen den Klimaschützern und Fraktionen des Stadtrates bzw. dem Oberbürgermeister ausgespäht wurden. Das ist kein in den Raum gestellter Verdacht. Er begründet sich sehr konkret, da ein Dresdner Journalist öffentlich gemacht hatte, dass sein Kontakt zu einem engagierten Menschen dieser letzten Generation observiert wurde. Dieser Journalist war gemäß § 101 Strafprozessordnung in Kenntnis gesetzt worden, dass seine Kommunikation im Rahmen der Überwachung der Telekommunikation eines Mitgliedes der letzten Generation ausgespäht wurde. Die Überwachung wurde durch einen Beschluss des Amtsgerichtes München vom 20.02.2023 legitimiert. Da der von der Observierung betroffene Bürger in Dresden wohnt und auch Kontakt zu Mitgliedern des Stadtrates hatte und sehr wahrscheinlich auch zur Stadtverwaltung, frage ich den Oberbürgermeister. Ist dem Oberbürgermeister eine solche Überwachung, von der auch Mitglieder des Stadtrates und Mitarbeitende der Stadtverwaltung betroffen sind, bekannt? Beziehungsweise erfolgte eine entsprechende Benachrichtigung gemäß § 101 Strafprozessordnung? Wenn nicht, kann der Oberbürgermeister eine solche Überwachung ausschließen? Also, nein, so eine Überwachung ist mir nicht bekannt. Eine Anzeige hat auch nicht stattgefunden. Und ausschließend, ich bin nicht in den Strafprozess eingebunden. Also insoweit kann ich ausschließen, nur das, was uns angezeigt oder nicht angezeigt ist, das kann ich natürlich nicht. Aber angezeigt ist uns nichts und mir liegen auch keine Informationen vor. Das kann ich Ihnen garantieren. Darf ich Ihnen soweit nachfragen, ob Sie eventuell daran denken, weil diese Benachrichtigung ja durchaus in dem 101 einer gewissen, einen gewissen Ermessensspielraum hat, ob daran gedacht ist, eine entsprechende Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft München zu stellen. Ich werde es prüfen. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion, AfD. Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bei der Führung des Kulturausschusses durch die Kellerräume der Robotron-Kantine wurde am Rande erwähnt, dass sich unter dem Gebäude ein Zivilschutzbunker aus DDR-Zeiten befindet.
Das Gebäude ist insgesamt in einem baulich schlechten Zustand und muss für eine weitere dauerhafte Nutzung auf jeden Fall saniert werden. Der Umfang der Sanierung soll nach Aussage der Verwaltung von der künftigen Nutzung abhängen. Was es letztlich kostet, ist offen. Kosten der Betreibung ebenfalls. Ein entsprechendes Konzept liegt immer noch nicht vor. Trotzdem soll, die Vorlage ist im Geschäftsgang, erst einmal gekauft werden. Das könnte letztlich ein Fass ohne Boden werden. Der Bunker, der zuvor nie im Ausschuss erwähnt wurde, also wir haben wirklich zum ersten Mal dort bei der Führung davon gehört, ist da eine weitere unbekannte Größe, die die Sache noch unkalkulierbarer macht. Dazu meine Fragen. Ist der Stadtverwaltung der bauliche Zustand der Robotron-Kantine einschließlich der Bunkeranlage bekannt? Wenn ja, welche Untersuchungen gab es dazu und mit welchen Ergebnissen? Welche Sanierungs- und Unterhaltskosten einschließlich Bunker hat die Landeshauptstadt Dresden nach einem Erwerb der Robotron-Kantine dauerhaft zu tragen? Gibt es bereits Konkretisierungen bezüglich eines zukünftigen Nutzungskonzeptes für die Robotron-Kantine? Und schließlich, Zitat, durch den Abriss der Kantine, eine anschließende Entsiegelung und Gestaltung als Grünfläche, würden sich insbesondere durch die Reduzierung der Überwärmungsraten die mikroklimatischen Bedingungen für die Bewohner der neu entstehenden Wohnbebauung und die Altstadt zum Teil deutlich verbessern. Zitat Ende. Das teilt die Informationsvorlage V2250 aus 2018 vom 3. Mai 2018 mit. Welche alternativen Ausgleichsmaßnahmen gedenkt die Landeshauptstadt Dresden umzusetzen, um eine anhaltende Überwärmung in der Dresdner Altstadt zu minimieren? Mit welchen Kosten ist dabei zu rechnen? Vielen Dank und ich möchte gerne die Antwort noch schriftlich dann haben. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Schöps, die ehemalige Robotron-Kantine hat keine Bunkeranlage. Es ist so, dass das Kellergeschoss statisch auch für die Zwecke des Zivilschutzes ausgelegt wurde, aber eine Bunkeranlage befindet sich unter der Robotron-Kantine nicht. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist der Stadtverwaltung grundsätzlich bekannt. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig und spricht hinsichtlich der energetischen, brandschutztechnischen und technischen Standards den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zur Bausubstanz verweise ich auf die Informationsvorlage, die Sie selber zitiert haben, V2250-18. Sie haben nach den Sanierungskosten gefragt. Hier möchte ich auf die im Geschäftsgang befindliche Vorlage Ankauf Robotron-Kantine verweisen. Dann wird ausgeführt, dass für eine niederschwellige, behutsame und bestandserhaltende Sanierung, welche die Wiederherstellung von Basisfunktionen der Betriebsfähigkeit als Ausstellungsgebäude mit entsprechenden funktionalen Anforderungen an Büro, Werkstätten und Lagerräumen im Fokus steht. Eine erste Schätzung, ein Kostenrahmen von voraussichtlich 9 Millionen Euro erfordert. Eine verbindliche Kostenschätzung kann erst dann erarbeitet werden, wenn es ein präzises Nutzungsbedarfsprogramm gibt, wenn das entsprechend erarbeitet ist. Durch die Unterschutzstellung will ich ergänzen, geben sich übrigens für die Sanierung des Objekts neue Fördermöglichkeiten. Dann zum Nutzungskonzept haben Sie gefragt. Auch hier möchte ich auf die Vorlage, die im Geschäftsgang ist, verweisen. Es ist vorgesehen, dass das Kunsthaus Dresden als Teil der Museen der Stadt Dresden dauerhaft in die Robotron-Kantine verlagert wird. Und wichtiger anderer Nutzer soll zudem die Australe Biennale werden, die ja bereits an diesem Standort beheimatet ist. Und im Beschlussgegenstand der Vorlage ist, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein detailliertes Nutzungskonzept zu arbeiten. Das ist ebenfalls Gegenstand der Vorlage und auf der Basis können dann eben detaillierte verbindliche Kostenschätzungen zu Investitions- und Folgekosten erst getätigt werden. Und hinsichtlich der Frage der Überwärmungssituation im Rahmen des Sanierungskonzepts für die ehemalige Robotron-Kantine wird zu prüfen sein, ob durch eine Dachbegrünung weitere stadtökologische Beiträge zu erzielen sind. So, und damit kommen wir zum Abschluss der Fragestunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Bevor ich den Bogen schlage, um wieder zum Stadtbezirk Loschwitz zurückzukommen mit meiner Frage, kann ich es mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die Carola-Brücke nicht mit Sandstein verkleidet ist.
Im Sozialismus hat man rot gebaut. Das ist Granit aus meiner Sicht. Genau, scheuerfest. Ich möchte fragen, es ging durch die Presse und wir haben es auch über das Ratsinfo vernehmen können, dass im Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig und auch im Stadtbezirksbeirat Loschwitz die Vorlage zur Planung des Ullersdorfer Platzes und der Gleisschleife an der Rossendorfer Straße abgelehnt worden sind. Wir würden gerne wissen, welche Folgen aus einer Ablehnung dieser Vorlage entstehen würden. Und besonders bitten wir darum, dass auf die Situation am Ullersdorfer Platz für die Fahrgäste der DVB und den Rad- und Fußverkehr als auch auf die Entwicklung des Projektes Fernsehturm eingegangen wird. Vielen Dank. Auch hier übernimmt Kollege Kühn die Beantwortung. Ja, sehr geehrte Frau Krause, die Ablehnung der Vorlage wirkt sich direkt auf die Umsetzbarkeit diverser Stadtratsbeschlüsse aus. Ganz konkret haben wir unlängst einen Aufstellungsbeschluss gefasst, B-Plan 3064, der an der neuen Gleisscheife mindestens 250 Stellplätze im Bereich Park and Ride für Bülow und die Region schaffen soll, der eine attraktive ÖPNV-Anbindung an den Fernsehturm ermöglicht und eben sozusagen die neue Gleisschleife beinhaltet. Ferner ist von einem Nichtbeschluss oder von einer Ablehnung der Vorlage die Fußverkehrsstrategie betroffen. Hier sind mehrere Maßnahmen in der Priorität 1, die in der Verkehrsplanung berücksichtigt sind, wo es derzeit Defizite gibt, zum Beispiel fehlende Querungsmöglichkeiten über die Bautzener Landstraße, fehlende Gehwege entlang der Bautzener Landstraße und auch fehlende Gehwege im Bereich des Ullersdorfer Platzes. Ferner ist betroffen der Beschluss des Stadtrats vom April 2021, das ist das Verkehrs- und Mobilitätskonzept zum Fernsehturm. Zielstellung ist ja eine umweltfreundliche Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln für die Wiedereröffnung des Fernsehturms. Und hier im Verkehrs- und Mobilitätskonzept ist bereits die Gleisschleife und die ÖPNV-Durchbindung an der Rossendorfer Straße gegenständlich. Es ist auch das Radverkehrskonzept betroffen. Hier sind auch mehrere Maßnahmen, wo es um die fehlenden Radverkehrsanlagen entlang der Bautzener Landstraße geht. Und ich verweise auf den Stadtratsbeschluss vom März 2016, Verbesserung der Verkehrsorganisation entlang der Bautzener Landstraße in Bülow. Hier ist es so, dass damals eine Zurückstellung der Straßenbahnverlängerung in Bülow nach Weißig beschlossen wurde, zugunsten einer Verbesserung der Verkehrssituation am Ullersdorfer Platz. Und eine gestalterische und funktionale Aufwertung des Ullersdorfer Platzes kann nur angesichts der begrenzten und fehlenden Flächenverfügbarkeit erreicht werden, wenn die Gleisschleife vom Ullersdorfer Platz rausverlegt wird. Auch dann können nur die fehlenden Rad- und Gehwege errichtet werden, denn ohne eine grundhafte Sanierung ist ein Eingriff beispielsweise in Grundstücke nicht möglich. Insofern kann dem Bestand dort wenig Abhilfe erreicht werden. Mit dem Beschluss ist auch gegenständlich, dass am Ullersdorfer Platz eine barrierefreie Nutzung von Haltestellen ermöglicht wird für Bus und Straßenbahn und dass die zentralen Umstiegsrelationen eben ohne Wechsel der Haltestellen möglich sein sollen. Und nochmal mit Blick auf den Stadtratsbeschluss aus 2016. Dort war ja so, dass eine Verlängerung der Straßenbahn-Neubaustrecke nach Weißig im Widerspruch steht zu den entsprechenden Ergebnissen, die gegenständlich in der Vorlage waren. Dort war es so, dass sowohl der Stadtbezirksbeirat Loschwitz, die Ortschaft Weißig und auch der Stadtrat eben eine Zurückstellung der Verlängerung zwischen Bülow und Weißig beschlossen hat. Aufgrund der verkehrlichen Analyse, die damals vorgenommen wurde und die Rahmenbedingungen von damals haben sich zu heute auch nicht geändert. Im Beschluss der Ortschaft wird insbesondere auf das Baywa-Gelände abgezielt, was sich sozusagen am Ortseingang von Weißig befindet. Dort ist es so, dass bei einer Verlegung der Gleisschleife es ebenfalls Eingriffe in den Taubenberg gäbe und in die vorhandene Baumallee, aber wegen der Randlage keine spürbare Verbesserung der ÖPNV-Erschließung von Weißig erreicht werden kann. Und zudem verschlechtert sich die geplante ÖPNV-Erschließung
Richtung Fernsehturm. So, damit sind wir mit der Frage runter durch und damit auch den Tagesordnungspunkt 5. Wir